Hallo, mein Name ist Camillo Spielfeld. Ich bin momentan Auslandsdiener in Riga. Ich möchte euch gerne anfangen, meine Präsentation über Riga mit meiner Unterkunft. Und dann fahre ich weiter zu meiner Dienststelle. Dann stelle ich euch die Dienststelle vor. Das ist meine Unterkunft, das ist mein Zimmer. Es ist nicht besonders groß, aber es beinhaltet alles, was ich brauche. Riga hat sehr viele Universitäten. Und weil es so viele Universitäten hat, hat es auch besonders viele Studenten und Studentenunterkünfte, die relativ billig sind, aber trotzdem alles hat, was man braucht. Also Unterkünfte findet man in Riga genug, wenn man früh genug danach sucht. So, hallo, ich zeige jetzt den Weg, wie ich jeden Tag in die Arbeit komme. Heute nehme ich mal die Straßenbahn. Die beiden anderen Einsatzorte in Riga liegen besser an direkten Linien von meinem Wohnort aus gesehen. Kipsala ist eher eine Ausnahme, weil es eine Insel ist und deswegen nur manche Busse über die eine Brücke, die auf die Insel führt, fahren. Mein Tipp ist, in Riga ein Fahrrad zu besitzen. Fahrräder sind super für in Riga. Riga ist sehr schön, sehr grün. Samstag, Sonntag arbeite ich nicht. Das heißt, am Samstag und Sonntag, wenn ich einen Ausflug mache, nehme ich das Fahrrad oder fahre halt eben mit einer anderen Art von Verkehrsmitteln. Mein Arbeitsplatz, das Büro, das ist die Kaffee-Ecke. Da arbeite ich normalerweise an meinem Computer. Im Moment arbeite ich an einer Übersetzung eines Gerichtsdokuments, arbeite an den Dokumenten, mache Nachforschungen und übersetze Texte. Jetzt kommen wir zu einem anderen Teil meiner Arbeit, das ist der Ausgang. Das Museum ist dunkel gehalten und dann kommt man hier rein und es ist hell und es ist luftig. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, ist Bücherregal des Museums schauen, ob alle Sprachen da sind, ob es überall die Bücher da sind. Ah, da fehlt eins. Kann ich gleich nachlegen. Ein anderer Teil des Museums ist die Glasfront. Das Gebäude ist eben aus Holz. Von innen ist es unbehandeltes Holz, was dem gesamten Gebäude auch einen besonderen Geruch gibt. Das ist eine der ersten Dinge, die einem auffallen, wenn man ins Gebäude kommt, der Geruch. Die Idee kam 2000 erstmals auf, als Marius Geilis. Die Idee hatte einen Maulzwang. Marius Geilis ist ein früherer Premierminister Lettlands und hat sich entschieden, da sollte man ein Memorial zu bauen. Der Hauptausstellungsraum ist das Loch unter in den Bunker, das ist eine Nachempfindung des Bunkers. Unten sieht man ein Video von Johanna Lipke, der Witwe Janis Lipkes. Und dann auf der Seite, im Zwischenstockwerk, ist eine Suka. Das ist eine Nachbauung einer typisch jüdischen Zeltes. Meine Arbeit im Museum ist auch sehr vielfältig. Es ist von vielen etwas. Ich habe auch sehr viel gelernt bisher über die Geschichte der Juden in Lettland. Der einen Menschen rettet, rettet die Welt. Also, das ist ein Park in Riga. Der ist direkt neben meiner Unterkunft. Der frühere jüdische Friedhof. Jetzt im Herbst wird es hier früher dunkel. Und besonders Blätter fallen schon früher ab. Es ist hier in Lettland etwas kühler, etwas nasser als in Österreich. Die Straße runter ist das frühere Lager Jungfernhof, wovon man heute noch einige Ruinen sieht. Büro, wo ich den Hauptteil der Zeit arbeite, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist. Das ist meine Chefin Rita Thompson. Hi, hello. Meine neueste Kollegin und neueste Mitarbeiterin im Büro. Tja. Hi. Hi. Maya. Hi. Und
IT-Experte, Johannes, ja, der für alles Technische verantwortlich ist. Neben dem Führen von Touren und dem Ausgeben von Audioguides, manchmal bin ich die erste Person im Museum und dann ist Teil meiner Aufgabe, das Museum anzuschalten. Sicherstellen, dass alle Lichter an sind, sicherstellen, dass die Musik an ist, die Teil des Museums ist. Im September habe ich ein Projekt gehabt, bei dem ich die Stolpersteine, die in Riga 2014 verlegt wurden, fotografiert habe und überprüft habe, ob die an den richtigen Stellen sind. Jetzt ist es meine Aufgabe, dass ich die Ergebnisse davon, sind die Steine noch dort, sind die Steine nicht mehr dort, in einem Bericht zusammenfasse. Das muss ich dann alles präsentieren und den Leuten einen besseren Einblick in das Projekt Underground Riga zu gewähren. So, und das ist auch eine andere meiner Arbeiten. Das Transkribieren eines Interviews. Auf der einen Seite habe ich meinen Text mit einer Online-Software transkribiert und das Korrektur lese ich jetzt mit dem Video, das nebenbei abspielt. Das ist ein 4-Stunden-Video, also das dauert etwas, obwohl die Software sehr hilft.